stellen wir euch einen neuen Stellplatzführer vor. Und zwar nennt sich das Ganze Schau aufs Land. Die von euch, die aus Deutschland kommen, kennen vielleicht Landvergnügen. Und sowas gibt es auch in Österreich. Und das Ganze nennt sich Schau aufs Land. Ihr seht, wir stehen hier in den Bergen und es fängt so langsam an zu regnen. Wir haben leider nicht ganz so schönes Wetter bekommen. Aber das macht nichts. Wir genießen hier trotzdem die Ruhe. Wir stehen hier auf dem Stellplatz ganz alleine und eigentlich könnten wir die mega schöne Aussicht genießen, direkt auf den Hochkönig. Ist leider heute ein bisschen verhangen von den Wolken und von dem Regen. Aber schaut selber, es ist auch jetzt bei dem Wetter richtig schön. Wir genießen es hier und wir stellen euch jetzt mal so ein bisschen Schau aufs Land vor und zeigen euch ein paar Impressionen hier von dem Stellplatz. Bevor wir euch den Stellplatz, wo wir bei Schau aufs Land standen, genauer vorstellen, wollen wir einmal auf die App eingehen. Und zwar ist das so, dass ihr Schau aufs Land, um Schau aufs Land nutzen zu können, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen, entweder einmalig oder im Abo. Wir empfehlen das Abo, weil ihr dann natürlich auch einen festen Platz habt, beziehungsweise das Abo empfehlen wir eher, wenn ihr wirklich plant, regelmäßig nach Österreich zu fahren oder viel in Österreich unterwegs seid, weil dann habt ihr einen festen Platz, weil die Plätze bei Schau aufs Land limitiert sind. Und wenn ihr eine Einmalzahlung macht oder beziehungsweise eine Einmalmitgliedschaft, dann ist das nämlich so, dass ihr einen Platz habt, der hält auch dann für das ganze Jahr, also ab Tag heute und dann plus dann halt ein Jahr. Und wenn ihr halt im Abo drin seid, habt ihr definitiv fest diesen einen Platz. Genau, die Mitgliedschaft kostet Tag heute 39,90 im Abo. Einmalzahlungen sind glaube ich 42 und ein paar zerquetschte, aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Und die App finden wir persönlich sehr, sehr schön. Also ihr habt die Möglichkeit, die Stellplätze über die Webversion oder über die App runterzuladen. Die App ist wirklich toll, gefällt uns sehr gut, eine schöne Stellplatz-App. Und ihr habt hier viele verschiedene Höfe, die angezeigt werden. Ihr habt die Möglichkeit, Favoriten zu speichern, hier oben mit dem Herz zum Beispiel. Und das haben wir auch gemacht. Da müsste jetzt auch gleich der Hof angezeigt werden, den wir besucht haben, den Obersteghof. Der ist hier oben. Deswegen werden wir den jetzt auch einmal hier in der App präsentieren. Ihr habt am Anfang die Übersicht von dem Hof. Da steht auch genau geschrieben, wo befindet sich der Hof, Informationen zu dem Hof, sonstige Anmerkungen, wo der Hof zum Beispiel zu finden ist. Also wenn er jetzt noch eine Instagram-Seite oder eine Facebook-Seite hat, dann gibt es hier die Möglichkeit zum Kontakt aufnehmen. Wann gewünscht ist, dass der Kontakt aufgenommen wird, ob es Ruhetage gibt. Dann wird auch meistens angezeigt, ob der Hof irgendwann Urlaub hat, wo der halt gar nicht besetzt ist. Oder halt auch, wann man am besten anreisen sollte, welche Sprachen gesprochen werden und halt auch sonstige Anmerkungen, wie jetzt hier zum Beispiel, wenn Schnee liegt, ist der Hof halt wirklich schwer zu erreichen. Die Anfahrt blenden wir hier nochmal ein, da seht ihr, dass das halt wirklich sehr, sehr steil ist und rutschig sein kann. Wir sind bei Regen hochgefahren und mit dem Schotter ist das schon sehr schwierig, da hochzufahren. Dann gibt es hier oben den Bereich Angebote. Da wird angezeigt, was der Hof anbietet. Bei Schau aufs Land sind das ja Bio-Bauernhöfe oder ja Höfe, die halt Bioerzeugnisse erzeugen. Und hier wird halt angezeigt, was der Obersteghof anbietet. Da gibt es zum Beispiel Kräuter, Marmelade, Honig oder auch Edelbrände. Dann wird zudem auch auf dem Hof Workshops angeboten und sowas findet man hier in der App auch. Fanden wir sehr, sehr schön. Dann kann man natürlich gucken, was man für einen Hof anfahren möchte. Ob man ja eher irgendwie Fleisch kaufen möchte oder vielleicht wirklich Obst, Gemüse. Und dann gibt es den Bereich Platzzahl. Da wird angezeigt, was ist das für ein Platz, wie viele Plätze werden angeboten, sind Hunde erlaubt, wie ist der Untergrund, was natürlich auch für viele sehr, sehr wichtig ist, weil gerade wenn das ein Hof ist wie der Obersteghof, der sich oben auf einem Berg befindet und die Wiese ist natürlich beziehungsweise der Stellplatz ist auf einer Wiese, kann das sehr, sehr rutschig sein und sowas wird hier halt angezeigt. Dann auch, was für Fahrzeuge da hochfahren können und was es hier zu beachten gibt, wenn man die Anfahrt hochfährt. Serviceangebote, einige Plätze bieten sogar eine Fähr- und Entsorgung an oder auch Wasser oder vielleicht sogar ein eigenes Bad und das wird hier halt auch mit aufgeführt. Dann gibt es den Bereich Sonstiges, da findet ihr alles rund um die Umgebung. Wenn ihr zum Beispiel in der Nähe vom Obersteghof ist der Hochkönig, dass ihr da die Hochkönig-Card bekommt, dass ihr da
Fahrrad fahren könnt, dass ihr da wandern könnt, ob es da im Winter vielleicht die Möglichkeit gibt, Ski zu fahren oder Schlitten, wie auch immer. Das wird dann hier alles angezeigt. Und im Bereich Rezession gibt es noch, da gibt es viele Bewertungen von anderen Campern, was wir auch immer sehr, sehr schön finden, wenn man die Rezession sehen kann. Was uns an der App sehr gut gefällt, ist, dass hier oben Bilder angezeigt werden. Die könnt ihr auch groß anzeigen lassen. Und das sind erstmal Bilder von den Betreibern selber, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass Gäste dort Fotos hochladen können. Finden wir sehr, sehr schön gelöst und der Hof ist auf jeden Fall als Favorit gespeichert. Und wenn wir das mal hier wegmachen, dann seht ihr, wie viele Höfe hier überall angeboten werden oder beziehungsweise in Schau aufs Land mit eingebunden sind. Hier im Bereich Tirol ist leider so eine kleine Schwierigkeit, weil dort ist vom Gesetz her das wohl nicht erlaubt, dass da Höfe an oder Stellplätze anbieten dürfen. Aber das Ganze verlinken wir nochmal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr das nochmal genauer nachlesen. Aber ansonsten seht ihr, ihr habt hier viele, viele mögliche Stellplätze. Und was jetzt auch neu ist, ist Slowenien ist auch mit dabei. Ja, das mal so als kurzen Einblick in die App. Und jetzt würden wir sagen, machen wir mal weiter mit dem Obersteghof und stellen euch den Hof einmal vor. Sehr schön gekennzeichnet seht ihr, dass es hier der Platz ist. Wir haben in der Schau aufs Land App auch schon einige Fotos gesehen, dass hier manchmal auch mehrere Fahrzeuge stehen. Wir hatten Glück, dass wir hier dieses Mal ganz alleine stehen. Und wenn wir zum Fahrzeug gehen, ja, dann wird der Name auf jeden Fall gerecht, denn ihr könnt direkt aufs Land schauen. Schau aufs Land ist eine App, die könnt ihr täglich buchen. Es ist eine bestimmte oder eine limitierte Anzahl an Codes, die da sozusagen pro Jahr verkauft werden, damit halt auch einfach die Stellplätze nicht komplett überfüllt werden. Aber wenn ihr euch da auf der Seite anmeldet, könnt ihr einen Jahreszugang kaufen, der dann wirklich ab dem Tag gültig ist, an dem ihr euch da registriert habt. Insgesamt gibt es über 400 Höfe, die bei Schau aufs Land registriert sind und ja, jeder Hof hat unterschiedlich viele Stellplätze, dementsprechend werdet ihr auf jeden Fall einen schönen Stellplatz finden. Ihr seht, es fängt gerade schon wieder an zu regnen, wir haben leider nicht ganz so schönes Wetter bekommen. Wir genießen es trotzdem, wir haben hier die Ruhe, es steht kein anderer mit hier. Da ganz unten ist ein Stellplatz, da standen wir schon mal vor 2 Jahren auf einem Wohnmobilstellplatz. Aber ich glaube, Thomas, uns gefällt dieser Platz hier fast besser und die Aussicht ist wirklich grandios. Wir sind hier beim Obersteghof und neben mir steht die Angela. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wo wir hier gelandet sind. Also ich sehe schon, das riecht hier sehr schön, das sieht schön aus, es ist schön dekoriert. Ein paar Tiere habe ich schon gesehen. Was sind die Besonderheiten von eurem Hof? Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen am Obersteghof. Ihr seid hier in Marialm. Wir sind kleiner Nebenerwerbslandwirtschaft und wir haben eine kleine Mutterkuhherde, die aber zurzeit auf unserem Almgebiet ist, in Sommerfrische. Mhm. Wir haben auch noch eine kleine Eselherde, die bei uns am Hof ist. Und dann gibt es bei uns noch die Hühner, die Enten, Kaninchen und die Hauskatzen. Ja. Das hört sich sehr schön aus, so ein richtig schönes österreichisches Haus. Ja, genau. Das Bauernhaus, ja, das ist einige hundert Jahre alt und das haben wir in den letzten Jahren liebevoll mit der ganzen Familie renoviert und ja, genau. Wir stehen hier mitten im Kräutergarten. Bei unserem Hof dreht sich neben den Tieren sehr, sehr viel um die Kräuter, um die Wildkräuter und auch um die Küchenkräuter. Man sieht hier das wunderschöne Hochbeet mit einer Mischung aus Gemüse und Kräuter, die hier wachsen. Meine Mutter, die ist Kräuterpädagogin schon seit einigen Jahren und die macht viele tolle Produkte aus diesen Pflanzen und von den Sirupen zu den Likören, aber auch das Kräutersalz, das was sehr beliebt ist und dann auch verschiedene feine Pflegeprodukte, die man auch in Workshops, was die Rosi macht, wo man auch die Herstellung selber erlernen kann. Okay. Gell?
Genau. Also bietet ihr das hier auf dem Hof auch an? Also ja. Kann man so einen Kräuterkurs oder einen Workshop? Genau. Oder wie genau. Man kann, das Ganze dann? Man kann eine Wildkräuterführung machen mit der Mama, mit anschließender Salzherstellung oder auch eben Creme- und Salbenherstellung. Mhm. Und jetzt, was auch den Nerv der Zeit trifft, gell, sie hat seit letztem Jahr einen neuen Workshop im Programm und das ist die Herstellung von festem Haarshampoo und von Deo, von Deo-Sticks. Das klingt sehr cool. Das ist, und genau. Wann bietet ihr sowas an? Also wenn ich hier über Schau aufs Land auf den Stellplatz komme, kann ich mich da vorher zu anmelden und habt ihr feste Termine? Wir haben feste Termine, die sind auch auf unserer Homepage zu finden, auf obersteghof.at, und für Gruppen haben wir gern individuelle Terminvereinbarungen. Ah, super. Ja, genau. Ja, wir leben mit der Natur und so gut es möglich ist auch im Einklang der Natur. Gell? Uns ist sehr wichtig, dass man da bei der Landwirtschaft einfach auf ein gutes Geben und Nehmen achten. Mhm. Und die Natur ist einfach so ein wunderschöner Kraftplatz und hat so tolle Heilmittel für uns zur Verfügung. Gell? Und das freut uns, dass wir das den Menschen weitergeben können. Und ich habe da vor 2 Jahren das Waldbaden für mich entdeckt. Mhm. Also ich gehe mit den Leuten 2-mal in der Woche, Dienstag und Donnerstag biete ich das an, dass wir 3 Stunden im Wald sind und ja, da richtig zur Ruhe kommen und entspannen können. Das klingt super. Genau. Also bei uns ist, wir sind ein kleiner Hof und es gibt aber einiges zu entdecken. Gell? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Also einen Garten würde ich mir zu Hause auch wünschen, aber die Pflege ist bestimmt sehr intensiv, oder? Ja, das ist ein Vollzeitberuf und ein Hobby zugleich. Okay. Gell? Aber wenn man es gern macht und wenn man in der Natur arbeitet, das ist eine sehr gesunde Arbeitsumgebung, sage ich mal. Das stimmt. Gell? Aber Ferienwohnung bietet ihr nicht an, also nur den Stellplatz oder wie kann man bei euch übernachten? Genau, bei uns kann man mit dem Stellplatz übernachten. Mhm. Ja, genau. Wie viele Stellplätze bietet ihr an? 5. 5. Mhm. Und es ist egal, ob ich jetzt mit dem Zelt komme, mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil, also ist alles willkommen. Ja, das ist alles willkommen. Wir haben sogar Menschen, die kommen zu Fuß mit dem Rucksack. Ach cool. Wir liegen hier an einer Weitwanderstrecke und ja, da ist jeder willkommen, gell? Genau. Hallo ihr Lieben, das ist unsere kleine Hühnerschar und die sind immer recht neugierig. Die freuen sich immer auf ein paar Körner. Ha, geht's ihr mit? Jetzt haben wir hier eine Hühnerwanderung. Ja, genau. Ich sage immer, glückliche Hühner, die legen bunte Eier. Bei uns legen die Hühner nämlich von Schokobraun über Grün, über Hell und das normale Braun ganz verschieden färbig. Hier piept es. Ja, da haben wir Küken gehabt. Und da sind noch die Kaninchen. Gell, da gibt es einiges zu entdecken. Ach, junge Kaninchen habt ihr auch gerade. Ja, die haben wir bekommen. Also die sind nicht bei uns auf die Welt gekommen, sondern aber da haben wir bei den Zwerghühnern, da haben wir selber Küken gehabt. Das mittlere, das ist nur das Junge. Wie groß sind die Eier von den Hühnern? Also die sind wahnsinnig klein, oder? Von den Zwerghühnern? Da habe ich jetzt gerade kein Ei. Das ist so groß ungefähr. Also das sind Mini-Küken zu Beginn. Ja, die sind richtig klein. Und da sieht man eine kleine Auswahl von den bunten Eiern, gell? Eine kleine. Die schmecken aber alle gleich. Merkt man da auch geschmacklichen Unterschied? Nein. Nein, schmecken alle gleich. Okay. Gell. Es heißt bei den Grünlegereiern, dass die weniger, dass die cholesterinärmer sind. Das heißt's. Jetzt, Schatz, kriegt ihr Belohnung. Wie viele Hühner habt ihr? 12 sind es zurzeit. Mhm. Eine bunte Truppe. Ja, bunte Truppe. Gell. Die Eier kann man auch bei euch kaufen? Ja,
Ja, die Hühner legen natürlich, bei uns ist es so, dass wenn wir einen Huhn kaufen, dann darf das für immer bei uns sein. Mhm. Das heißt, auch wenn die Legeleistung nachlässt, sind die einfach trotzdem noch in der Hühnerschar mit dabei. Und darum kann man nie wirklich sagen, wie viele Eier das die legen. Gell? Und wenn wir genug haben, dann geben wir die gerne weiter. Und es gibt aber auch Phasen, da machen sie alle gemeinsam Legepause und dann gibt es halt immer weniger Eier. Genau. Ja, dann spazieren wir weiter, oder? Hätten wir gewusst, dass das Wetter hier recht regnerisch ist und wir haben uns natürlich auch den Tag ausgesucht, wenn es regnet. Ja. Ich habe noch mal Gummistiefel mit eingepasst. Ja, das ist bei uns, gell, die Schuhe, die sind gleich mal nass dann. Wir kommen ja auch vom Land. Wir haben ja auch ein paar Tiere zu Hause. Ja, toll. Ja, die Pferde hast du gesagt, gell? Genau, Pferde haben wir. Wir haben einen Hund und eine Katze haben wir auch. Ja, schön. Genau. Hühner, das ist auch noch so ein bisschen so ein Traum, dass wir noch mal eigene Hühner haben. Also ich kann so eine bunte Hühnermischung, also ich finde es einfach so süß, wenn man zu denen geht und wenn es gleich so hinterher sausen. Und wenn man sich dann die braunen Hühner auch dazu, das sind die zutraulichsten. Okay. Also die klassischen braunen Legehühner heißen es. Die kann man dann auch streicheln und am Arm nehmen. Das hätte man eigentlich auch tun können. Ach, die kann man auch auf den Arm nehmen? Ja, die kann man auf den Arm nehmen, ja. Das ist bestimmt auch gerade für die jungen Gäste hier immer ein Highlight, ja, oder? Ja, genau. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Ich habe es schon gesehen. Ich bin ja schon von klein auf totaler Esel-Fan. Ich habe schon gesehen, ihr habt da einen Fohlen zwischen. Ja, genau, das ist der Johnny. Der ist diesen Frühling auf die Welt gekommen. Und jetzt schauen wir, wo sie verstecken. Macht ihr was Bestimmtes mit den Eseln? Also Tierpädagogik oder? Nein, bis jetzt noch einfach nicht. Einfach nur eine kleine Eselherde? Nein. Genau, wir haben bis jetzt einfach die kleine Eselherde. Die letzten Jahre hat unsere Eselstute, die Traudi, immer Fohlen bekommen. Und einige sind davon auch, haben schon einen neuen Platz bekommen. Gell? Die sind zu anderen Bauernhöfen umgezogen. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Schauen wir mal. Wie lange habt ihr die Esel schon oder habt ihr schon immer Esel hier am Hof? Nein, die Esel, die sind, wie meine Eltern den Hof übernommen haben, sind die Esel auch mit am Hof gekommen. Also, oh nein! Ich bin verliebt. Ja, Thomas, wir haben eine große Garage. Aber bei Eseln muss man ja auch immer mindestens zwei haben. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ganz wichtig, wenn ein Esel von uns... Hallo, ihr Lieben. Hey. Oh Gott, oh Gott. Wenn wir einen verkaufen, dann wird das auch immer berücksichtigt, ob der wirklich dann einen guten Platz hat, gell, und ob er wieder eine Eselherde bekommt. Oh nein. Hi, Johnny. Oh Gott. Hallo, grüß dich. Ich bin verliebt. Ah, Traudi, was ist los? Hallo, Mädchen. Das ist die Mami vom Johnny. Gell? Also man merkt schon, der ist wirklich sehr zutraulich. Ja. Der wird jeden Tag gekuschelt. Ja, und das ist aber auch verschieden. Gell? Dadurch, dass wir jedes Jahr jetzt Eselfohlen hatten, sie sind verschieden. Manche sind zutraulicher, aber manche, die muss man wirklich gewöhnen. Mhm. Gell? Jedes Mal anders. Das ist der Fritzi. Der Fritzi, der ist jetzt ein Jahr alt. Mhm. Der hat uns gestern Abend schon begrüßt. Genau. Ich glaube, mit seiner Mama kam er zusammen. Ist das die Dunkle? Nein, das ist der Vater. Das ist der Paul. Das ist der Vater. Ja, der Paul. Er sah so trächtig aus. Ja, der Paul, der ist gut genährt, gell, seit er kastriert worden ist.
Garten sehen wir schon die ersten Ribisel, die reif werden. Gell? Brauchen noch ein bisschen, dann wird es geerntet. Und generell sieht man, dass er jetzt, ja, es ist Erntezeit begonnen. Gell? Mhm. Sobald das Wetter wieder schön wird, wird geerntet, getrocknet und so die Produkte verarbeitet. Und ja, ich zeige dir unseren kleinen Laden. Machen wir uns ein bisschen Licht. Schau. Wir haben hier Genussprodukte, verschiedenes von Marmeladen über die Kräutersalze, Tees, Sirupe bis zu den Likören. Und hier haben wir dann eine kleine Auswahl an feinen Pflegeprodukten bzw. ein bisschen was für die Hausapotheke. Hm? Okay. Genau. Bei den Pflegeprodukten, da sprechen wir rein, gibt es da was gegen Mückenstiche? Ja, da gibt es was ganz Feines. Macht die Mama auch im Workshop, gell? Salben- und Cremenherstellung. Da gibt es die böse Stichesalbe, den Spitzwegerich, den kennt ihr sicher, oder? Mhm. Der wächst eigentlich überall, wo ein bisschen Wiese ist, ist der Spitzwegerich dabei. Und der ist ganz wirksam gegen alles, was juckt. Und so auch gegen die Insektenstiche, aber auch wenn man sie bei der Brennnessel streift. Ja, genau. Ich würde sagen, da sind wir schon der erste Kunde. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, die ist super. Tut mir gut, Pflegesalbe. Das sind wertvolle Öle, ganz sanfte Öle und ist somit tut mir gut, Pflege. Ja. Ja, es gibt halt einfach so viele Sachen in der Natur, die man benutzen kann. Ne? Also man braucht nicht die ganze Chemie, kann man so sagen. Ja, genau. Gell? Und das ist das, was meine Mutter eben auch bei den Workshops den Leuten näher bringen will. Es ist so fein, wenn man weiß, was drinnen ist. Mhm. Gell? Und weniger ist mehr. Und dann habe ich ein paar wertvolle Öle und dann noch die Auszüge aus den Pflanzen, um die Wirkstoffe in die Produkte mit einarbeiten zu können. Und dann habe ich tolle Ergebnisse. Mhm. Genau. Ohne Konservierungsmittel. Mhm. Unsere Produkte, die halten so lange, wie die Öle haltbar sind. Gell, oft mit Kombinationen mit ätherischen Ölen, dann wird die Haltbarkeit verlängert. Ja, aber dann braucht es eigentlich zum Beispiel schon gar keine Konservierungsstoffe mehr. Das ist auch was Feines. Badesalz. Thomas, das wäre noch was für dich. Ja, da haben wir Lavendel, Fichte oder Rose. Und Marmelade und Kräuter, Thomas. Das ist mal wieder was für mich. Und mit so einem großen Garten und mit so einer Vielfalt an Kräuter und Pflanzen, gell, da gibt es jedes Jahr was Neues. Weil die Pflanzen, die sind nicht jedes Jahr gleich, so wie man es jetzt sieht, sondern wir haben ein Jahr gehabt, da haben wir auf einmal hinter den Himbeeren haben sich alles Nachtkerzen angesiedelt. Wunderschöne, große Pflanzen und dann schaut man, okay, was kann ich mit der machen? Und dann ist Mama immer so, ja, diese feine Pflege, gell? Dann trocknet man, sammelt man die Blüten und verarbeitet es wieder. Und letztes Jahr haben wir einfach so eine Freude gehabt an unseren bunten Blüten im Garten und die haben wir dann so viel getrocknet, also gesammelt und getrocknet, dass wir gesagt haben, das ist eine dekorative Blütenmischung, weil sie alle essbar sind. Ja. Gell? Zum Beispiel auf ein Schnittlauchbrot noch dazu. Mhm. Gell? Oder wenn man sich selber einen Topfenaufstrich macht. Oder für verschiedenste Gerichte. Oder was auch fein ist im Winter, gell? Wenn die Farbe im Essen vielleicht ein bisschen fehlt, dann kann man das auch drauf geben. Da ist die Ringelblume drin, die Kornblume, die Malve. Alles Blüten, die man essen kann.